Wir wollen uns heute das letzte Puzzlesteinchen holen, welches wir brauchen, um die zweite Maske, Fackel der Ewigkeit, hier zu vollenden, wenn ihr so wollt. Und dafür gehen wir jetzt hier rein. Da ist ein bisschen was los, ist aber nicht so dramatisch. Nur nehmt kein Tier mit rein, nehmt am besten keinen Begleiter mit rein. Außer ihr habt die präpariert, dass sie gegen Gift immun sind. Ich habe hier Gegengift und ich habe hier Pflanzenessenz, auch gegen Gift. Und ich nehme hier einen psychedelischen Topf. Da kommt schon der erste. Ich will euch heute hier den Weg zum Boss zeigen, weil den Boss müssen wir bekämpfen, um dieses spezielle Teil zu bekommen. Das ist auch nicht das erste Mal, dass ich jetzt hier drin bin. Insofern habe ich jetzt speziell für die Aufnahme einfach auch das Schwierigkeitslevel runtergedreht, damit wir hier schneller durchkommen. Die geben euch natürlich Gift auch. Sowohl die Höhle als auch ihre Bewohner sind giftig und du brauchst entsprechend zum Beispiel psychedelischen Topf oder auch das Gegengift, was wir ja beim letzten Mal schon kurz angeguckt hatten, wie das hergestellt wird, um diese Sachen hier drin zu benutzen oder dich auch vorzubereiten. Ich halte mich hier jetzt nicht mit viel Eisenernten und so auf, aber diese Höhle ist ein guter Spot am Rande des Hügellandes, um Eisen zu ernten. Ich werde ja immer wieder auch gefragt, ja, was ist das dann für ein Level und so weiter. Wenn ich Aufnahmen mache, dann gehe ich normalerweise erstmal immer rein. Oder ich bin auch hier zum Beispiel reingegangen, zusammen, Fleisch muss ich noch essen. Mit auf meinem Community-Server waren wir hier natürlich auch schon ein paar Mal drin. Hier sind diese, ich nenne es jetzt mal Vorhänge. Die könnt ihr mit einer Waffe kaputt machen, um dann entsprechend da reingehen zu können. In dieser Höhle hier kommt ihr wieder raus, wenn ihr auf dem Rückweg den Shortcut nehmt. Da gibt es auch giftige Frösche und es gibt auch einen Elite-Frosch. Ja, hier kann man Eisen farmen. Die sind, wenn wir hier wieder rausgehen, sowieso alle wieder da, diese ganzen giftigen Tiere. Ich finde, diese Höhle kann etwas verwirrend sein. Im Grunde genommen gehen wir erstmal hier geradewegs nach unten. Und da unten sehen wir dann einige Ruinen, wo es auch Truhen und so weiter noch gibt. Okay. Hier haben wir die Frösche. Wo ist der Boss? Keine Ahnung, aber wir nehmen mal hier einen Schutz. Na, der hat mich, glaube ich, erwischt. Da ist der Boss. Okay. Na, irgendwas hat mich hier angespuckt, da. Die geben euch natürlich alle auch Gift und Premium-Gift und Fleisch und ja. Schale von den 1000 Früßlern bekommt ihr hier so Schale und Fleisch und das Gift. Hier habt ihr, hier drin, hier hast du eine Inschrift, wo du Technikpunkte erhalten kannst. Ich habe die ja schon gelesen. Und hier hinter ist eine Truhe. Nehmen wir natürlich mit. Was wir insbesondere auch brauchen für das Upgrade unserer Maske später, sind diese Blutsteine. Er ist ein bisschen verwirrend. Das sind lauter Sackgassen hier. Hier haben wir noch so eine alten Ruinenrest. Da gibt es aber nichts drin. Aber hier gibt es den Zugang zum Dungeon. So, jetzt erwarten uns hier gleich mal zwei
zwei Schlachter. Natürlich solltest du hier gute Rüstung haben. Also meine ist eigentlich noch nicht optimal. Ich habe gerade angefangen mit der Eisenproduktion. Und der erste Teil hier geht ganz gut. Auch der Bereich, wo ihr die normalen Bosse und so weiter findet, das geht ganz gut. Oder die Kisten. Aber der Endboss hier ist ziemlich heftig auf diesem Level, auf dem wir jetzt sind. Wir sehen hier, da gibt es ein Licht brennt und ein Licht brennt nicht. Das heißt, dahinter verbirgt sich der Boss. Das ist also immer das Zeichen, wo wir den Boss finden. Und hier haben wir zwei Lichter brennen, da ist kein Boss. Da haben wir zwei mechanische Kerne. Und der beliebte Laserstrahl. Natürlich eine Kiste. So, hier. Na, wieder ein Licht und brennt und eins brennt nicht. Hier kommen wir in eine andere Halle und da ist der Boss. Und der ist wirklich nicht ohne. Also der ist nicht ohne. Also ich bin der Meinung, es kommt immer darauf an, wie gut ihr im Kampf seid oder wie einfach oder schwer ihr es euch machen wollt. Ihr habt ja hier zumindest im Singleplayer die Möglichkeit, dass ihr entscheidet darüber. Hier haben wir wieder ein Licht und kein Licht. Und der ist wirklich übel. Der wird gleich mal auf uns schießen. Dann wird er sich normalerweise drehen. Ja. Und dann können wir... Ich nehme mir ja jedes Mal vorher vor, dass ich zweimal zuschlage und dann wegtauche. Ja, aber irgendwie vergesse ich das immer wieder. Und wenn es dann gerade so gut klappt mit dem Draufhauen, dann verlerne ich offensichtlich zwischendurch das Zählen. Dann hat er mich wieder erwischt. Er wird wieder schießen und dann wird er wieder drehend auf uns zukommen. Und dann können wir eigentlich wieder an ihn ran. Ups, die hat mich erwischt. Jetzt müsste er wieder drehen. Ja. Nicht gut. Gar nicht gut, er resettet sich. Das ist wirklich ein fieser. Und man muss natürlich auch dazu sagen, ich habe noch keine guten Eisenwaffen, ja. Also das, ja.
Huch. Wie bin ich denn hier jetzt hingekommen? Den richtigen Moment zu finden, um sich zwischendurch mal zu heilen, finde ich jetzt auch nicht so einfach. Wie macht ihr das denn? Na, geh. Nein, 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 nein. Ich bin hier gefangen. Ich komme hier nicht weg. Also es ist extrem schwierig. Also selbst auf einfacher Stufe. Aber es sind immer wieder diese Momente, wo du eigentlich etwas machen musst, um im Spiel voranzukommen, wo du dann eben auch diese Risiken eingehen musst. Jetzt hat er sich natürlich wieder resettet. Das ist ganz toll. Ich versuche einfach mal, diesen ersten beiden Angriffen hier zu entkommen. Ja. Kommt er wieder? Ich weiß, das ist komisch, aber versuchen wir es mal, ob das hilft. Im Prinzip schon, ne? Au. Ja, warum nicht? Ich meine, warum soll man das nicht nutzen? Ja, Hauptsache, er resettet sich nicht, ja? Er hat da nicht... Ah, er hat gewartet! Der Schweinehund! Ich habe mich eben kurz hingehockt. Ja. Jetzt haben wir ihn aber gleich. Hoffentlich. Ja. Oh, ja, 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 ja. Also mit Tricks hier verstecken hinter den... Jetzt sterben wir hier nicht noch. Nein, 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 nein. Okay, jetzt rettet mich die Maske natürlich, weil ich jetzt in diesen Scheintodmodus komme. Und gut, jetzt sind hier eh keine anderen Gegner mehr, aber das hat mich jetzt tatsächlich gerettet, ja. Was macht mein Gift? Gift ist auch hoch. Das müssen wir auch gleich noch machen. So, jetzt leben wir wieder. Hier haben wir jetzt
den Schlüssel hier, der ist mal ganz wichtig. Und natürlich diese Dinge auch. Klingenbeherrschung hier, okay. Wir haben hier Kisten. Das nehmen wir natürlich mit. Ja, und wenn jemand fragt, ja, ich habe den Schwierigkeitsgrad runtergestellt, weil ich zumindest würde das sonst nicht schaffen. Und es ist ja jedem selber überlassen, wie er damit klarkommt. Einfach mit E da festmachen und dann hochklettern. Ich tue mal was gegen das Gift. Und was haben wir hier? Hier haben wir die große Belohnung, wenn du so willst. Also wieder so ein Steintisch, eine Kiste. Die holen wir uns mal zuerst. Das benötigen wir für die Fackel der Ewigkeit. Und zwar hierfür. Wir sind zwar jetzt noch nicht so weit, wir sind jetzt Maskenlevel 9, das heißt, das können wir dann auch freischalten. Ich habe noch blaue Kristalle zu Hause, glaube ich. Und dann haben wir das hier, heiliger Modus. Damit können wir unseren Körper reparieren, wenn wir Schaden erhalten. Und hier können wir raus, den Seiteneingang-Ausgang benutzen. Und hier sind wir wieder draußen, sind wieder in der Höhle. Und können hier rausgehen. Und die Frösche und so, die sind natürlich wieder da, ist klar, ne? Das ist der schnellere Ausgang hier. Und da sind wir auch wieder draußen. Ja, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen, vielleicht auch geholfen, und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.